Wir sind Mona und Jens. Wir sind hier gerade im Two Friends Hotel angekommen, das heißt eigentlich schon heute Morgen. Und wir warten jetzt uns auf unseren lieben Fahrer Janosch. Hi Janosch! Hi, so, sehr schön. Time for lunch. Ja, willkommen in Uganda, ihr beiden. Ich würde vorschlagen, nachdem ihr jetzt einen längeren Flug hattet, wo ihr nur rumgesessen habt, gehen wir heute mal in den Botanischen Garten. So eine sehr, sehr schöne grüne Oase hier, direkt im Stadtzentrum von Entebbe. Da können wir sehr viele schöne indigene Baumarten und auch ein paar Vögel, sogar ein paar Affen sehen und uns ein bisschen die Beine vertreten. Jetzt zum Abschluss des Tages gehen wir noch mal essen. Die Strandbar gehört zu dem Hotel und dann werden wir morgen sehr früh aufbrechen. Wir sind umgestiegen in ein kleineres Boot und Brian sucht uns jetzt den Schuhschnabel. Wir sind heute zu viert. Also hier wird wirklich alles gegeben. Es geht jetzt hier in die engeren Kanäle rein. Nach den erschwerlichen letzten Metern über das Schilf stehen zunächst zwei von den gut 80 Schuhschnäbeln in diesem Sumpfgebiet einige Meter vor uns. Allerdings konnte ich vom Boot aus zumindest einen recht gut aufnehmen. Aber es gibt auch noch 300 weitere Spezies hier an Vögeln. Viele davon konnten wir vom Boot aus wunderbar beobachten. So viele Kingfischer haben wir noch nie zuvor gesehen. Die Tour sollte man auf keinen Fall verpassen. Wir sind im Hotel Nummer 5 angekommen. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und hier raus mit Balkon. Da hinten, da liegt die Mona am Pool. Aber wieso spricht Arthur so ein gutes Deutsch? Im Internet, YouTube mit Videos. Super. Habe auch ein paar Bücher in Kampala gekauft. Was habt ihr jetzt vor? Eigentlich gar nichts mehr. Gut. Das trifft sich sogar sehr gut, denn Mona und ich wollen auf diesem Uganda-Trip auch ein paar Tage einfach Urlaub machen, lecker essen und trinken, wie ganz normale Menschen und dabei den Osten und Norden des Landes erkunden. Mona benötigt noch Mitbringsel vom Craftshop in Kampala. Anschließend geht es in gut 3 Stunden zu unserer nächsten wirklich beeindruckenden Unterkunft direkt auf einer kleinen Insel mitten im Nil für weitere 3 Nächte. Wir werden jetzt mit dem Boot rübergefahren. Wir sind jetzt hier an der Wild Waters Lodge. Mona steigt schon ein. Mona steigt. Und wir bleiben. Gut, Mona steigt nicht ein. Ich dachte, es wäre safe. Die Sicherheit ist hergestellt. Jetzt guck mal ein bisschen fröhlich. Hier kommt jetzt schon die erste Strömung. Sieht wirklich atemberaubend aus. Das sind bei weitem keine 5 Minuten. Mona zittert ein bisschen, aber wahrscheinlich werden wir es überleben. Bis jetzt keine Krokodile gesehen, keine Hippos. Da drüben werden wir schon erwartet. Aber hier sind definitiv Krokodile. Ja, jetzt war ja gar nicht so schlimm. Thank you. Thanks. Deswegen gibt es ein paar Tiere hier auf der Insel. Wir werden noch sehen, was es mit den Geräuschen auf sich hat. Richtig schöner Urwald. Es sind bestimmt auch jede Menge Affen. Man lebt hier in perfekter Harmonie mit den Red-Tailed Monkeys. Atemberaubend. Wahnsinn. Behind this point, da wollte ich auch nicht hingehen. Jetzt bekommen wir eine Sicherheitsunterweisung. Da hinter dem Felsen verbirgt sich die Dusche. Es wurde hier total schön vorbereitet. Überall mit Rosenblättern, hier mit Badewanne auf der Terrasse, mit Aussicht auf dem Nil. Mona hat sich schon bequem gemacht. Noch mit einem kleinen Pool für uns. Das haben wir wirklich heute den ganzen Nachmittag hier auf der Terrasse verbracht, mit unserem Pool. Und einfach nur hier auf das reißende Wasser geschaut, jetzt kommt die Sonne von da vorne, dann sieht das noch gigantischer aus. Da sieht man richtig, wie die Gischt hochspritzt. Aber die Sonne geht langsam hinter den Bäumen unter. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal vorne an die Bar. Und dann gehen wir auch da Abendessen. Okay, meine Frau guckt bei diesem romantischen Abendessen natürlich nur aufs Handy. Jetzt geht sie zurück aufs Zimmer. Das Essen war wirklich fantastisch. Die Gefahren lauern wirklich überall. Das hat man hier vorbereitet für uns. Unser Tisch steht schon bereit, die Sonne ist schon gerade aufgegangen. Jetzt muss ich mir nur noch was aus der Karte raussuchen. Mona ist schon dabei. Dann gibt es auch gleich Frühstück. Und danach gehen wir zur Massage. Kaffee? Ja. Und so verbringen wir die restlichen 2 Tage auf der Insel sehr entspannt mit Kaffee trinken, essen, abkühlen im Haupt- oder privaten Pool. Oder beim Beobachten der Affen. Die Flughunde werden die Insel angeblich verlassen, sobald sie alle Früchte an den Bäumen gefressen haben. Ewig kann man vom Balkon oder dem Steg aus auf den Nil schauen oder über die Insel laufen.
Einmal haben wir abends zur Abwechslung auf unserer Terrasse gegessen. Jetzt haben wir gleich hier unser letztes Frühstück, hier in dieser traumhaften Kulisse. Und dann geht's gleich weiter. Die kurze Strecke mit dem Boot aufs Festland fahren und weiter geht's mit Janosch zu unserem nächsten Ziel. Hallo. Hallo. Die Formalitäten klären. Sind wir angekommen an der Amuka Lodge. Gehen erstmal ins Restaurant und dann sehen wir hoffentlich die Rhinos. Ja, ich denke, das wird ganz erfolgreich werden heute Nachmittag. Super schön. Thank you so much. You're welcome. Die Rhinos können auch hier vorbeikommen. Ist das gefürchtete letzte Zelt. Das letzte Zelthaus. Da ist Schluss. Unser neues Zimmer. So sieht es hier drin aus. Schönes großes Bett. Ganz liebevoll hergerichtet. Hier vor allen Dingen die Reno-Kissen. Es gibt sogar eine Regendusche mit warmem und kaltem Wasser. Wir gehen aber allerdings erstmal zum Lunch. Und dann um 3.30 Uhr geht es auf die Nachmittags-Reno-Tour. Gleich geht's los. Aber erstmal blockieren Mutter mit Kind die Straße zu unserem Treffpunkt mit dem Ranger. Wir haben jetzt hier einen Ranger bei uns und jetzt suchen wir die Rhinos. Es sind 38 hier im Park. Das hat jetzt nicht lange gedauert. Wir sind hier gerade ausgestiegen, laufen hier gerade durch den Busch. Und da hinten sind zwei junge männliche Rhinos, die spielen hier. Wahnsinn. Ich guck mal, ob ich das mit der großen Kamera drauf krieg. Wirklich ein Wahnsinnserlebnis. Wir haben einen ganz tollen Ranger hier. Wirklich sehr cool. Der Ranger zeigt uns dann immer Plätze, wo wir hingehen sollen. Mit richtig gut Abstand. Und da vorne, ich weiß nicht, ob man sieht, da sind schon die Rhinos. Da laufen die rum. Man darf halt nur nicht laute Geräusche machen. Und dann laufen die ganz ungestört an einem vorbei. Da vorne. Die Nashörner haben ein breites Sichtfeld, aber ihre räumliche Wahrnehmung ist begrenzt. Sie können Bewegungen wahrnehmen, aber Details und Konturen sind für sie oft schwer zu erkennen. Der Geruchssinn von Nashörnern hingegen ist sehr gut entwickelt. Zusätzlich zu einem ausgeprägten Geruchssinn haben Nashörner auch ein bemerkenswertes Gehör. Insgesamt könnte man sagen, dass der Geruchssinn und das Gehör bei Nashörnern entscheidender für ihre Überlebensstrategien sind als ihre Sehfähigkeit. Es war wirklich ganz, ganz toll. Wir haben sehr viele Fragen beantwortet bekommen. Wir hatten auch das Glück, dass hier drei Familien haben sich hier getroffen. Und nach einer halben Stunde, Stunde, zwei, vier, sechs, also irgendwann gehen die auch wieder auseinander. Das hat uns hier der nette Ranger alles erklärt. Und ja, es war wirklich einfach ganz erfolgreiches Reno-Tracking. Gehen wir jetzt glücklich nach Hause. Ja. Is Augusto aggressive or not? He's a little bit aggressive when you are walking on foot. You need to give some distance. Wir haben jetzt noch kurz gewartet, bis Augusto vorbeigelaufen ist. Das ist so ein Alpha-Männchen. Und dann haben wir ihn noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Thank you. It was a really nice experience. Thanks. Right. You're welcome. Auf einen tollen Tag. Ja, wir haben auch einen tollen Tag. Super. Wir haben bestimmt 10 Stück oder so. Auf dem Hinweg 2 Gruppen. Auf dem Rückweg 2 Gruppen. Ja. Und eben noch mal ganz kurz hier vor der Lodge, genau, die zweite Gruppe. Ne? Genau. Und die Babys nicht zu vergessen. Die waren sehr, sehr süß. Ja, ja. Das war echt klasse. Ja, echt totales Rhino-Glück. Ja. Nach dem Abendessen gehen wir zeitig schlafen. Am nächsten Tag habe ich zwar Geburtstag, aber gefeiert wird erst im Kidepo Valley Nationalpark. So, gleich geht's weiter. Auf zum Kidepo. So, wir haben noch 30 Kilometer bis zur Lodge. Im Hintergrund sieht man schon die Berge vom Kidepo Valley. Kaum angekommen, schon die erste Sichtung. Und angekündigt werden wir auch. Da vor der Mitte steht ein Waterbox. Thank you. Gerade angekommen, es war dann doch so 6 3/4 Stunden. Ich dachte erst, wir machen heute noch eine Safari, aber ich glaube, wir bleiben einfach erstmal hier. Es folgt eine kurze Einweisung und Rundgang. Und danach gibt es Mittagessen. Wie viel siehst du, Leute? Oh, ist die Karte schön. Nice, very nice.
Ich würde tatsächlich mal den Auberginen- und Chickpea-Salat probieren. Okay. Ja, weil das habe ich so noch nicht gegessen. Ja. Das ist ganz toll. Guck mal, wie schön die Karte aussieht. Wir haben noch zwei Leute, die begleiten uns jetzt noch zum Zimmer. Und dann gehen wir wirklich, wirklich zum Mittagessen. Der Turm hier im Hintergrund, da wird das ganze Gelände überwacht. Wenn man hier rausgeht und mit der Taschenlampe leuchtet, dann wird man dann nachts aus dem Dunkeln begleitet. Das ist ganz, ganz süß hier angelegt alles. Hier stehen die Wasserböcke. Mona ist schon am Filmen. Schönes Bett. Hinten ein Schreibtisch, da kann man die ganzen Sachen zum Laden hinstellen. Da laufen hier die Tiere dann vorbei. Hier, Bumbas, Zebras. Draußen waren ja schon die Wasserböcke. Kleine Sitzecke, total schön. Und jetzt kommt der Knaller, wenn hier ins Bad weitergeht. Hier eine Dusche, alles gut, Regendusche. Aber der Hammer kommt noch. Da haben wir hier noch eine Badewanne. Und zwar mit dem Ausblick hier. Direkt ins Valley. Ja, da sind wir mal gespannt, was heute Abend da vorbeiläuft. So, das ist hier dann der Barbereich. Alles natürlich mit Ausblick. Hier unten wirklich ganz, ganz fantastisch. Ein sehr, sehr großer Bereich mit Swimmingpool. Richtig eingelassen in den Felsen. Wahnsinn. Das ist heute mein Geburtstag. Und da bleibe ich. Der Marlin wurde auch von oben aufgenommen. Der wohnt hier. Moin. Hallo. Oh, thank you. Ah, thank you. Das ist mein Kaffee. Der kommt hier morgens. Ganz lieb. Noch ein kleines Stück Kaffee. Und dann geht es um 6.30 Uhr los zu unserem Game Drive. Da hinten geht die Sonne auf. Mein neuer Homeoffice-Platz ist auch schon fertig. Mit Aussicht. Mona ist noch ein bisschen müde. Fliegenklatsche dabei. Handy, Sonnenbrille. Bestens ausgestattet. James stellt sich und den Park vor Abfahrt im offenen Parkjeep kurz vor. On the eastern side, yeah, you're seeing the sun coming from. It's Kenya. James sucht nach Löwen. Guckt hier gerade nach den Felsen, ob da vielleicht schon Löwen drauf sind. So on the eastern side, yeah, the sun is coming from. Yeah. It's Kenya. Wir haben auch jede Menge Büffel gesehen, Zebras, jede Menge verschiedene Antilopen. Und der Hammer ist halt hier im Kedebo-Nationalpark. Es war wirklich kein einziges anderes Auto unterwegs, obwohl hier High Season ist. Man sieht förmlich, wie die Büffel die Witterung aufnehmen. Sie können nämlich deutlich besser riechen als sehen. Man sagt, hier gibt es die größten Büffelherden in Uganda. Schon sensationell hier mit unserem offenen Jeep. Kleine Kaffeepause. Mona überlegt sich noch, ob sie aus dem Auto rauskommt. It's safe. Ja, klar. Everything is safe. So, my wife is experienced in Safari, in Game Drive, but still a lot of respect. Coffee too? Yes, please. Inside the car. It's safe outside, yeah. Nach 3 Stunden geht's zurück in die Lodge. Thank you. Jetzt ist erstmal Zeit für ein ausgiebiges Frühstück. Ist mir keine gute Idee, wenn ich der Erste bin. Jetzt haben wir ein bisschen Leerlauf bei der Hitze mittags. Ich schaue mir hier ein bisschen die Wasserböcke an, gehe noch ein bisschen am Pool. Und um 4 Uhr geht der nächste Game Drive weiter. Die zweite Tageshälfte hat begonnen und wir machen jetzt noch eine Safari zum Sundowner. Wir hoffen, dass wir diesmal Elefanten sehen. Unser Guide will unbedingt Löwen für uns finden, aber das ist überhaupt nicht unser primäres Ziel. Wir haben die Löwen nachts brüllen und die Schakale genau vor der Hütte bellen gehört. Aber 10 bis 12 Stunden Jeep fahren für die besten Tiersichtungen wollten wir dieses Mal nicht. Da oben drauf, da sind die Elefanten. Zu jeder erfolgreichen Nachmittagssafari gehört ein Sundowner im Busch. So, James, bereitet noch den Sundowner vor. Wir stehen hier oben auf einem Steinplateau und gucken noch ein bisschen Sonnenuntergang und danach geht es zurück in die Lodge. Es wird sehr schnell dunkel und so wird es eine spannende Fahrt zurück. Guten Morgen aus unserer schönen Lodge. Wir fahren jetzt gleich los. James liest schon wieder Spuren hier im Sand. Vielleicht haben wir Glück und starten gleich mit einer Löwensichtung. Ein Löwe, aber ein halbstarker Elefant stellt sich in unseren Weg und plustert sich vor unserem Jeep auf. Zeit für die Kaffeepause. Mona steht hier auf dem Löwenhill. Genau. Wie genau schätzt du die Sicherheitslage hier ein? Schlecht.
Schlechte Sicherheitslage. Es geht schon weiter. Der Fahrer hat es ein bisschen eilig. Ich glaube, er möchte uns noch ein paar Sachen zeigen. Ganz besonderes Ereignis, das zweite Auto im Park. Diesmal sehr wenig im Gebrauch. Ich habe noch nie so viele von diesen Sausage Trees gesehen wie hier. Auf unserem Weg zurück in die Lodge entdecken wir noch einige kleine und große Tiere. Die Zebras sind gerade auf dem Weg zu einem Wasserloch, in dem sich bereits ein Wasserbock abkühlt. Hier zwischen den Häusern ist auch wirklich sensationell. Hier ist gerade eine Schildkröte durchgelaufen und ja, die konnte ich natürlich hervorragend einfangen. Hier ist heute Nachmittag ein Elefant vorbeigezogen, ein bisschen weiter im Hintergrund. In der Lodge lassen sich vor allem die Wasserböcke immer wieder von unserer Hütte aus in aller Ruhe beobachten. Auch die Büffel halten sich immer wieder gerne im Schutz der Lodge auf. Ja, da läuft ein Schakal. Na ja, Schakal ist leider schnell. Ich muss jetzt mal schnell hin, der versteckt sich im Schatten. Nach unserem Start zum Game Drive am Nachmittag wartet diese Affenbande darauf, dass die Küche unbeobachtet ist. Laut James klauen sie am liebsten Tomaten. Nur ein paar Meter weiter finden wir die nächsten Kletterkünstler. Die Baboons machen ihre Spielchen sogar noch an diesem steilen Felsen. Und wer schleicht in der morgendlichen Dämmerung an unserem Balkon vorbei? Zwei Schakale. Einem fehlt bereits ein Teil des Schwanzes. Die beiden hören das Brüllen der Löwen in der Ferne und verstecken sich letztlich lieber im hohen Gras. Der Frühstückstisch wird schon aufgebaut. Aus Zeitgründen kombinieren wir heute das Kaffeetrinken und das Frühstück. Und machen heute einen kurzen Game Drive am Morgen, haben auch schon tolle Sachen gesehen. James hat nur ein paar Fußspuren gefunden vom Löwen. That's really nice. Really, really nice. Melons, oranges, then porridge for you. Yeah, that's so cool. Porridge, yeah. So coffee? Yes, please. Yes, please. Auch wenn das Bush Breakfast zu meinen Highlights gehört. So, jetzt kommt aber das eigentliche Highlight. Zumindest für Mona. Mona ist jetzt hier bei Bob. Das ist mein Highlight. Bobs Familie wurde vom Löwen gefressen und er entschied, bei den Menschen aufzuwachsen, die ihn beschützten. Wenn du den hier streichelst, machst du das Beinchen hoch. This is amazing. Das Selfie mit Bob darf natürlich nicht fehlen. I stay with Bob. Bob zieht weiter und auch so können wir unseren Weg fortsetzen. Goodbye, James. Bleib bei Bob. Ja. Wir sind gerade in Murchison Falls Park reingefahren. Jetzt steht hier doch tatsächlich direkt ein Elefant hier vor unserem Fenster, also vor unserem Auto. Also die Straße ist hier wirklich das beste Stück, was wir hier überhaupt je gefahren sind. Aber hier gibt es andere Hindernisse. Hier sind gerade die Büffel vorbei und gerade die Straße noch versperrt. Hier jagt gerade ein Highlight das nächste. Hier hinten die Brücke, die war ganz, ganz neu vor 2 Jahren, aber da gab es hier diese Straße noch nicht. Endlich angekommen, also vom Key Depot hier in den südlichen Teil von Murchison. Wir beziehen an diesem Nachmittag nur noch unser Zimmer, erfrischen uns im Pool, beobachten die Büffel in der Lodge und beenden den Abend am Lagerfeuer. Da hinten. Da liegen die ganzen Büffel. Ja, wir machen das Frühstück heute hier direkt an den Wasserfällen. Gutes Schuhwerk wird empfohlen. Ich glaube, jetzt wird es ganz interessant. Mona hat schon das Handy rausgeholt. Da hinten wird jetzt gerade noch unser Tisch präpariert. Good morning! So, wo kann man sich das schöner vorstellen als hier morgens direkt an den Falls zu frühstücken? Also echt eine ganz, ganz tolle Idee. Nach dem Frühstück nehmen wir noch eine Regendusche. Und diese Gewalt vom Nil, ein absoluter Wahnsinn. Der Ort ist fast magisch und Selfies sind geradezu ein Muss. Nach dem Wasserfall wird der Nil breit Wahnsinn. Und deutlich ruhiger.
Wir sind jetzt den ersten Teil hier hochgewandert und jetzt gucken wir uns das Ganze hier von oben nochmal an. Ist auch weniger nass. Jetzt sind wir hier oberhalb von unserem Frühstücksplatz und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Das war jetzt echt nochmal beeindruckend, aber von oben war es noch ein bisschen besser als von unserer Sicht aus. Wir sind gerade zurückgekommen in die Zambia River Lodge. Die Mittagszeit verbringen wir auch hier in der Lodge und die Safari am Nachmittag machen wir gemeinsam mit Janosch. Im größten Nationalpark von Uganda läuft uns einiges an interessanten Tieren vor die Kamera. So wie bereits im Kidepo, so machen wir auch im Murchison Falls Nationalpark Safari in den frühen Morgenstunden und nochmals am Nachmittag. Mittags chillen im Pool, so war es für uns auf dieser Fahrt der perfekte Mix. Dieses Mal haben wir einen Landcruiser. Wir sind heute ein bisschen früher gestartet, 6.30 Uhr, und fahren nochmal in den Murchison Falls Park. Wir haben jetzt schon mal das Dach aufgemacht. Da laufen schon die Elefanten. Und fahren bis zum Nildelta. Da wir heute auch noch am Nachmittag zum Schimpansentracking wollen, wird die Safari und Frühstücken wieder kombiniert. Zeit fürs Frühstück da unten am Nil. Da gibt es so eine Art Rastplatz. Da stehen auch schon einige Autos. Wir haben das Frühstück diesmal mitgenommen und da trinken wir jetzt erstmal einen leckeren Kaffee. Da gibt es auch viele Hippos. Da sind bestimmt jetzt viele, viele Hippos hier vorne im Nil. Da kann man sie schon sehen. Nach der ausgiebigen Elefantensichtung müssen wir in der Lodge unsere Sachen zügig zusammenpacken und fahren zum Budongo Forest im südlichen Teil des Parks. Jetzt sind wir unterwegs im Regenwald und versuchen, die Schimpansen zu finden. Es geht jetzt ungefähr 2 Kilometer durch den Wald. Dort hat man die Schimpansen heute Morgen gesehen. Wir sind jetzt hier auf der Nachmittagstour. Ich bin ausnahmsweise nur mit GoPro und großer Kamera unterwegs. Mein Geburtstagsgeschenk war ja ein Schimpansen-Tracking. Und jetzt haben wir hier tatsächlich eine private Tour. Hier am Nachmittag. Wir sind jetzt hier auf den letzten Metern. Wir haben die Schimpansen schon gehört. Jetzt geht es halt nicht mehr auf den vorgefertigten Wegen weiter, sondern durch den Busch. Wir sind schon ganz nah. Hier ist schon direkt eine. Na klar. Ach, wie süß. Das Wetter, ne? Er klaut der Tiere auf den Kopf. Zugegeben, bei diesen schnellen Bewegungen ist man mit der Handykamera einfach treffsicherer. Mit Stativ und schwerem Equipment hat man hier kaum eine Chance auf gutes Material. Noch ein kleiner Blättersnack und danach noch ein wenig zum Nachspülen
Wasser aus der Astgabel. Gym-Tracking ist fertig. Jetzt brauchst du was zu essen. Das ist das allerletzte, was hier passiert in Uganda. In welchem Ort sind wir nochmal? Masindi. Wir sind nochmal Masindi. Wie viele Kilometer sind es nochmal bis in Entebbe? 250. Müssen wir noch 250 Kilometer fahren bis zum Flughafen. Und das war's von unseren 14 Tagen traumhaften Uganda-Urlaub mit super vielen Highlights. Das war wirklich ein ganz, ganz toller Urlaub. Nochmal danke fürs Fahren, Janosch. Ich wollte es gerade sagen. Vielen Dank, Janosch. Wir sind jetzt hier in Masindi. Mona nimmt hier die letzten Shopping-Möglichkeiten wahr. Jetzt sitzen wir hier noch im Flugzeug auf dem letzten Teilstück nach Hause. Und ich blicke zurück auf wirklich eine ereignisreiche Zeit. Der Osten und der Norden. Ich denke, wir haben in der Zeit alles gemacht, was irgendwie möglich ist.